Donnerstagabend in Köln 30 Grad und das, obwohl der meteorologische Herbstanfang schon längst hinter uns liegt und, man mag es kaum glauben, wir mitten in der Kürbissaison stecken. Seine vielen Gesichter zeigt die gesunde Frucht nicht nur an Halloween als Dekoration, sondern natürlich auch auf dem Teller. Und deswegen dreht sich auch bei uns heute in der Sendung alles rund um den Kürbis. Ja, und unser Gastgeber ist natürlich auch heute wieder, wie kann es anders sein, Peter Zenz. Lieber Peter, danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Und du musst mir direkt mal verraten, wie seid ihr denn in die Kürbissaison gestartet? Ist alles gut gelaufen bisher? Ja, bei dem tollen Wetter, das liebt der Kürbis, der kommt ja eigentlich aus Südamerika, der liebt diese warmen Temperaturen. Von daher ist die Kürbisernte dieses Jahr richtig bombig gut. Die Kürbisse sind sehr, sehr gut ausgereift, sind richtig gesund auch. Ich denke, die werden auch gut halten dann bei den Kunden zu Hause. Von daher, das wird eine richtig schöne Kürbissaison, wir freuen uns schon drauf. Sehr schön, also die Temperaturen sind wirklich schweißtreibend, das gefällt dem Kürbis, das ist schon mal gut. Welche Sorten findet man denn eigentlich hier jetzt bei euch auf dem Hof? Ja, wir haben eine ganze Vielfalt an Sorten und Formen und wir sind jetzt hier mitten in unserem Kürbisfeld, wo die ganzen Speisekürbisse wachsen. Und auch da gibt es nicht nur eine Sorte, sondern ganz, ganz viele. Wir haben natürlich den Klassiker hier, den Hokkaido, den kennt jeder von zu Hause. Das ist der beliebteste Speisekürbis, der nach der japanischen Insel benannt ist. Der hat ein richtig völlig oranges Fruchtfleisch, strotzt nur so von Beta-Carotin, das ist die beliebteste Sorte. Genau aber auch gibt es andere Sorten wie den Butternuss, der so etwas heller ist, der auch sehr, sehr lecker, nussiges Aroma hat. Aber auch aus den Bischofsmützen und hier aus den Spaghetti-Kürbissen kann man tolle Sachen zaubern. Also da ist jetzt hier eine Menge auf unseren Feldern, was da wächst zum Kochen. Das müssen wir nochmal aufklären. Ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast. Ist das Ganze denn, ist der Kürbis eigentlich eine Frucht oder doch ein Gemüse? Der ist kein Gemüse, sondern es ist eine Frucht, es ist eine Beere sogar. Und von daher sind wir heute eigentlich im Obsttipp hier. Und auch gleich das Gericht, was wir haben, leckeren Apfel-Kürbis-Crumble, harmoniert also Kürbis auch nicht nur als Gemüse zum Essen, als Beilage vermeintlich, sondern eben auch lecker mit Äpfeln und fruchtigen Sachen. Sehr schön. Und das Beste ist natürlich, wie auch jede andere Frucht, ist der Kürbis auch tierisch gesund. Was genau kann der Kürbis? Wie hält der uns fit? Ja, der Kürbis ist also der Vitaminmacher schlechthin. Der hat nur 25 Kalorien, also nix quasi, und hat dafür aber eine ganze Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen. Ich habe es eben schon angesprochen, viele Kürbissorten haben so ein orangenes Fruchtfleisch, das heißt Beta-Carotin, sogar mehr als Möhren, die ja eigentlich die Beta-Carotin-Lieferanten schlechthin sind. Ein ganz ausgewogenes Verhältnis an Ballaststoffen, Kalium und vielen, vielen Vitaminen, also richtig gesund. Deshalb lohnt es sich eben auch, den Kürbis nicht nur zum Dekorieren und Schnitzen zu nehmen, sondern wie wir es hier heute auch vorbereitet haben, eben leckere Sachen daraus zu kochen. Genau, dazu kommen wir dann gleich noch. Vorher geht es ja erstmal um den Einkauf. Ne? Bevor ich den Kürbis zubereiten kann, muss ich erstmal einkaufen gehen. Worauf achte ich hier? Also muss er mir wirklich von der Farbe her entgegenspringen und möglichst leuchten, oder was sind so die frischen Indizien? Ja, tatsächlich ja, weil ein Kürbis ist besonders dann lecker und vitaminreich, wenn er gut ausgereift ist. Deshalb zum Beispiel beim Hokkaido sollte er möglichst richtig tiefrot gefärbt sein, der Butternusskürbis ein kräftig beiges Aroma haben, weil dann sind die gut ausgereift, dann ist auch innen das Fruchtfleisch, wie eben gesagt, richtig orange, dann ist er vitaminreich, dann ist er richtig gesund und auch richtig lecker. Der Kürbis, der Hokkaido, hat ja so ein Maronenaroma, was dann auch richtig zum Vorschein kommt, wenn er ausgereift ist. Das ist schon mal ganz wichtig. Außerdem sollte er nicht verletzt sein, auch der Stängel sollte dran sein, weil wenn der Stängel abgeht, dann fängt der Kürbis auch an dieser Schnittstelle eben nachher zu faulen, und dann ist ganz, ganz wichtig, wenn man ihn einmal gekauft hat, dass man ihn auch vernünftig lagert. Der hört nicht ins Kühlschrank wie anderes Obst. Das ist ganz wichtig, weil der Kürbis mag keine kalten Temperaturen, sondern er mag es am liebsten so luftig, kühl, bei normalen Temperaturen so um 15 Grad etwa. Also auch nicht die pralle Sonne den ganzen Tag, aber so 15, 20 Grad und schön luftig, nicht gestapelt, sodass er nicht verletzt wird. Das ist die beste Situation, einen Kürbis zu lagern. So, dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, zur Zubereitung. Da gibt es ja dann auch wirklich ganz verschiedene Arten und Weisen. Also du hast was ganz Tolles vorbereitet. Was hast du für Ideen? Also oder wie geht man generell an den Kürbis ran? Vielleicht haben die ein oder andere, hat der ein oder andere erstmal Respekt vor so einem großen Gerät. Ja, ne? Wie geht man also da ran? So ein Hokkaido zum Beispiel ist
ist sehr, sehr fest. Da höre ich immer wieder, ist so schwierig zu schneiden. Da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Erstmal 30 Minuten Ofen, so etwa 100 Grad, den Hokkaido da reinlegen. Dann wird der weicher, lässt sich super schneiden. Das ist schon mal der erste wichtige Tipp. Mhm. Außerdem kann man Butternuss und Hokkaido mit der Schale verwenden. Man hat sich also auch da das lästige Schälen gespart. Auch das hilft natürlich beim Kochen und wie beim Apfel auch. Die meisten Vitamine liegen auch direkt an und unter der Schale. Deshalb auch ruhig den Hokkaido, Butternusskürbis mit der Schale verwenden. Mhm. Ja, und dann geht es eben los. Eine ganze Vielfalt an Gerichten kann man zaubern. Man kann natürlich als Klassiker eine tolle Kürbissuppe machen. Da habe ich heute mal mitgebracht, eine Kürbissuppe mit Kokos-Ingwer. Also nicht nur die klassische Kartoffelsuppenbasis, sondern auch der Kürbis harmoniert super toll mit diesem fruchtigen Aroma vom Kokos und der Schärfe des Ingwers. Das Ganze dann sehr schön serviert im Kürbis. Ist ein richtiges Highlight für jede Party, wo dann jeder seine eigene Portion so im Kürbis bekommt. Ist eine richtig leckere Sache. Können wir direkt mal probieren. Das ist eine richtig schöne. Hat so eine milde Schärfe, das Ganze. Oh ja. Und schmeckt fast noch nach Urlaub jetzt direkt nach den Ferien. Super, die kann man sich auch bei 30 Grad ruhig gönnen. Das ist also wirklich sehr, sehr lecker. Und dann hast du hier vorne auch noch was Tolles. Genau, und das ist mal was ganz anderes, was wir hier vorbereitet haben. Das ist ein Apfel-Kürbis-Crumble. Mhm. Das heißt, man kocht den Kürbis, schneidet ihn klein, nimmt Äpfel dazu, Löffel-Biskuits. Und das Ganze wird dann schön vermischt. Da kommen noch Mandeln dazu. Das Ganze kurz in den Ofen. Ist eine richtig tolle Nachtisch-Süßspeise. Dazu noch ein bisschen Vanillecreme dazu. Eine ganz, ganz tolle Sache, um das Menü abzurunden. Zwischendurch das Hauptgericht kann man noch Tortellini mit Kürbis machen. Es gibt also Nudeln mit Kürbis machen. Es gibt also viele, viele Rezepte, auch auf unserer Homepage nachzulesen. Da sollte man sich mal rantrauen. Denn früher wurde mit dem Kürbis nur dekoriert. Heute sagt man, kocht mit dem Kürbis und es ist richtig toll und richtig lecker. Und all das wirst du zaubern am Wochenende für jeden, der hier auf den Hof kommt. Was genau passiert beim großen Kürbisfest hier am Wochenende? Ja, am Wochenende ist das große Kürbisfest und es ist was für die ganze Familie los. Es gibt Puppentheater für die Kleinen, eine Maschinenausstellung, es gibt Führungen, es gibt ein Kürbisquiz, es gibt tolle Live-Musik. Die Familie ist am Sonntag da und spielt ihre Heimatlieder. Swing der Kolonie macht tolle Big Band-Musik und natürlich der Magen kommt auch nicht so kurz. Es gibt Kölsche Riebekuchen mit Kürbis da drin, also Kürbisreibekuchen, ganz, ganz lecker. Dazu gibt es unsere Kürbissuppe, die wir ja gerade probiert haben. Einmal mit Kartoffeln, mit Kokos-Ingwer. Es gibt Kürbiseis, wenn es so warm bleibt, für die Kinder. Also für jeden ist was dabei und sicherlich ein buntes Programm, Samstag, Sonntag hier. Tolle Lesungen, da hören wir gleich noch mehr von, denke ich. Genau, Thema Deko ist natürlich auch ganz groß am Wochenende. Es gibt diverse Gestecke, man kriegt Tipps, wie das Ganze funktioniert. Und das Tolle ist, die bekommen wir auch gleich schon in der Sendung. Deswegen erstmal danke an dich. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und du bist auf jeden Fall noch mal mit dabei. Danke, Peter.